Wie ihr seht, ich bin in meinem Auto. Ja. Ich stehe hier in Bonn und warte auf jemanden. Ja, von dem möchte ich einen Hammer kaufen vielleicht, und weil er seine Werkstatt auflöst. Und ja, da stehe ich jetzt hier. Ich habe jetzt eine Stunde Zeit und ich werde mit euch durch Bonn gehen. Ja, ich versuche ein paar Aufnahmen zu machen. Heute darf ich das ja. Soll ich jetzt nicht mit zu viel Werbung nerven? Die ganzen Geschäfte, alle Innenstädte sehen gleich aus. Ich hasse das. Hier ist ja irgendeine Kirche in Bonn. Und Bonn hat sogar ein Postamt. Ist das nicht toll? Ein richtiges Postamt. Ja. Und dann die üblichen Geschäfte. Ich hasse Geschäfte. Und alle Innenstädte sehen irgendwie gleich aus. Das kotzt dann so an. Es gibt gar keine Individualität mehr. Ob man jetzt in Bonn ist oder irgendwo anders. Dortmund, Bielefeld. Ja, Kassel. Sogar Paderborn sieht fast genauso aus. Ja, und tschüss, euer Lippus. Cool. Hier liegen Köpfe rum. Die sehen aus wie, ja, Köpfe mit Helm halt. Ich werde zu Hause mal gucken, was das auf sich hat damit. Ich wollte es einfach mal festhalten. Ich war ehrlich gesagt noch nie in Bonn. Weil, ja, hier zieht einen nichts so wirklich her. Sehen irgendwie aus wie griechische Götter. Das vor einer Kirche. Ja, vielleicht hat das ja was zu bedeuten. Dann gibt es neben den Ratten der Lüfte, Tauben, auch noch ja, ja, sieht man natürlich wieder nichts. Das ist das Sterntor in Bonn. Muss aufpassen, dass ich hier nicht in den Brunnen stürze. Auch relativ uninteressant, aber ich zeige es euch trotzdem. Für den Lippus immer ganz interessant. Stahl. Bearbeiteter Form. Wenn das wirklich alles massiv ist, dann stehen hier ein paar Tonnen. Das sieht aber sehr massiv aus. Ja. Werde ich auch zu Hause mal schauen, was das sein soll. Dran steht leider nichts. Auch nichts in der Nähe. Die Leute wissen auch nicht Bescheid. Schade. Wir wissen nicht über ihre eigene Stadt Bescheid, was hier für Kunstwerke stehen oder für Sachen. Ja, ist schon schlimm. Und tschüss. Und ein weiteres menschliches Artefakt. Tja, windstill ist natürlich schlecht für das Teil. Ich glaube, wenn die Sonne scheint und Wind geht, ist das sehr lebendig.